Gefühlt hatten wir erst gestern Silvester und das Jahr 2020 begrüßt. Da ist die erste Hälfte des Jahres auch schon wieder vorbei. 5 Monate voller Games, Games und nochmal Games. Und das Spielejahr 2020 wird gefühlt noch toller, wenn Microsoft und Sony ihre neuen Konsolen auf den Markt bringen. Bevor das aber soweit ist, erwarten uns im Juni diesen Jahres noch ein paar echte Leckerbissen auf dem Gaming-Markt. Welche das sind, für welche Systeme sie erscheinen und vor allem wann, das erfahrt ihr in der monatlichen Release-Übersicht hier auf diesem Kanal. Let's go! Los geht's direkt am 2. Juni 2020 mit dem Release von Valorant. Nach rund 2-monatiger Testphase bringt Riot Games, unter anderem bekannt für League of Legends, den Online-Shooter nun für alle auf den Markt. Schnell erklärt ist Valorant ein Mix aus CSGO und Overwatch. In 5 gegen 5 Duellen auf verschiedenen Maps kommt es vor allem auf eines an: Teamwork. Ähnlich wie in Overwatch gibt es sogenannte ultimative Attacken eines jeden Spielers, die mit dem richtigen Timing und im Team eingesetzt den Winning Point eines jeden Matches herbeirufen können. Valorant ist sicherlich einer von vielen neuen Hoffnungen am kompetitiven Shooter-Himmel. Ob das Game am Ende des Tages Spiele wie Overwatch oder CSGO in den Schatten stellt, bleibt aber abzuwarten. Release ist am 2. Juni 2020, vorerst exklusiv für den PC. Und wir kommen auch schon zu meinem persönlichen Highlight in diesem Monat. Mit Command & Conquer Remastered bringt EA endlich mal wieder ein bisschen Futter für alle Echtzeit-Strategiespielfans auf den Markt. Mit überarbeiteter Grafik, verbessertem Sound, allen Bonusinhalten und einer auf aktuelle Systeme angepassten Performance glänzt Command & Conquer Remastered, welches die ersten beiden Teile von Command & Conquer beinhaltet. Netter Sidefact: Wer keine Lust auf HD-Texturen und verbesserte Audioqualität hat, der stellt im Spiel einfach den Retro-Modus ein, der dem Charme des Originals aus dem Jahr 1995 gleicht. C&C Remastered erscheint für PC über Origin am 5. Juni 2020 und ist natürlich Teil des EA Origin Access Premier. Es war die vielleicht größte Überraschung der Gamescom 2018, die Ankündigung von Desperados 3. Rund 14 Jahre nach dem Release des zweiten Teils im Jahr 2006 setzt der Strategiespielexperte MiMiMi Games aus München die Westernballerei endlich fort, zur Freude vieler Fans. Zeitgemäße Grafik sind ebenso Bestandteil des Spiels wie die alten Spielmechaniken. Eben genau so, dass sich Fans des Originals direkt heimisch fühlen. Veröffentlicht wird Desperados 3 nicht nur für den PC, sondern auch für Xbox One und PlayStation 4 am 16. Juni in diesem Jahr. Es folgt der wahrscheinlich größte Titel in diesem Monat, vielleicht sogar in diesem Jahr. Mit The Last of Us 2 setzen Sony und Entwickler Naughty Dog die allseits beliebte PlayStation-exklusive Blockbuster-Serie endlich fort. Wir kehren zurück in die Haut von Ellie und Joel, die nach dem menschlichen Kollaps versuchen zu überleben. Größter Feind sind dabei nicht etwa die Pilzkreaturen, sondern wahrhaftig die Menschen, die in extremen Ausnahmesituationen zu extremen Dingen imstande sind. Trotz vieler Kritiken im Zuge der Leak-Offensive dürfte The Last of Us 2 eines der größten Highlights in diesem Jahr werden. Und wie Naughty Dogs Neil Druckmann so schön sagte, spielt das Spiel selbst und bildet euch dann eine Meinung. Machen wir! Ich habe große Vorfreude auf Last of Us 2. Du auch? Release ist am 19. Juni 2020 natürlich exklusiv für PlayStation 4. Der Preis für das Game mit dem wahrscheinlich längsten Titel in diesem Jahr geht ohne jede Frage an SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated von THQ Nordic. Aber auch ohne diesen elendlangen Titel ist dieses Game ein Hingucker für alle PlayStation 2 und GameCube-Fans. Denn es handelt sich hierbei um ein Remake des laut Kritiken besten SpongeBob-Spiels aller Zeiten. Das Original, ein Plattformer aus dem Jahr 2003, ist noch heute, vor allem für alle Speedrunner, gefundenes Fressen. THQ Nordic hat mit der Ankündigung dieses Remakes jedenfalls für viel Freude bei den Fans gesorgt. Ob Battle for Bikini Bottom Rehydrated ein ähnliches Erbe wie das Original hinterlassen kann, bleibt allerdings abzuwarten.
Release ist am 23. Juli 2020 für Xbox One, PS4, Nintendo Switch sowie für den PC. Da ist doch gefühlt für jede Art von Genre-Fan etwas dabei, oder? Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren eure Favoriten des Monats Juni kundtut. Und ich persönlich muss sagen, ich freue mich zwar schon auf The Last of Us 2, muss aber ehrlich gesagt gestehen, Command & Conquer Remastered wird im Juni 2020 mein absolutes Herz gehören. Jawohl, nur eine kleine Anzahl an Franchises hat meine Jugend so sehr geprägt wie die C&C-Reihe. Und ich hoffe, man bekommt die Neuauflage besser gestemmt, als etwa Blizzard es mit Warcraft 3 Reforged getan hat. Abwarten, Tee trinken, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören uns dann allerspätestens im nächsten Monat wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.